Live. Moin. Hallihallo. Dich hören wir's nicht so. Hey, Herr Damisch. Gesidermisch. Klappt den Ton. Also, beim ersten Mal halt Bild. An den Ton. Hallo. Oh nee, kein Ton. Wie war das da, kein Ton? Hallo, hey ja, da Mösch. Ich höre mich nicht. Ah, die hört mich. Okay. Ich höre mich nicht. Mann, das ist ja dann egal. Den Ton klappt. Merci. Unserem irgendetwas falsch angestellt. Mir egal, die hört mich, das ist Hauptsache. Und der Mensch die Kamera an. 1, 2, 3. Voilà, moin, heiße nicht. Alles in der Reihe. Haut war ich an keinem Stau. Das ist schon mal positiv. Und ja, da fängt mal an. Wen ist dann alles da? Wow, so viel Leute. Moin Lea, moin Tigran, moin No Longer Listless, moin Eugenia, moin Michelle, moin JKK. Roberto, salut. No Longer Listless, heiert Alexandre, salut. De Liam fragt sie mir abholen. Nee, wir sind nicht abholen. Bist du an Deutschland Konstanzer See? Ich mach mal das Logo wasch. Wo ist das Logo? So. Ja. Ich habe schon zwei Leute, die mir Antwort geschrieben, das ist ja fantastisch. Der Roberto hat die richtige Stadt gehen an den JKK. Moin, heuer. Können wir mal erklären, für was, dass ihr wisst, wo das ist? Wo ist der Trick? Schafft ihr mit Google oder kennt ihr die Stadt? Das ist doch Wahnsinn, dass ihr nur 20 Sekunden schon wisst oder 10. Nur 10 Sekunden wisst ihr, wo das ist. Und nicht irgendwie etwas falsch angestellt, dass das automatisch zugewiesen wird. Aber das ist schon impressionant. Ich hätte gemerkt, wir gingen auch manchmal 10 Minuten heute spielen. Mehr, die hat es direkt gefunden. Ja, für was hat er auf die dritte Stadt getippt? JKK, ich war da. Okay, das ist ein Argument, das gilt. Der Roberto, ihr seht nicht. Moin, Giselle. Die Stadt ist effektiv Tallinn. Und Liam sieht, ich finde das nicht von der Foto gedurcht. Und Liam sieht, ja, das ist Tallinn, ich war auch da. Schön, dass ich schon sagen, Idee vom Liam, enke etwas von der Stadt dort zu weisen. Ja, was für Land das dat? Wie weiß dat? Wie hieß dat Land? Estonien, schreibt den JKK. Ich gesehen, ich schon ein nimmen Globe trotterem. Meja, also das geht ja schon mal super gut und direkt vollen Ersatz. Okay. Muss ich nichts gibt's mich Schweres fangen, nach mich Schweres. Der Programm von Haut. Wikipedia-Artikel, der Foto ja schon erkannt. Wir gehen gleich noch gucken, was am Wikipedia dazu steht. Dann ein Exposé. Da rot mal, von wem ma haut ein Exposé hun. Da sind ich gespannt. Und dann nach Nummer 3, ein bisschen Aktualität, wann Zeit es erlaubt.
Voilà, da fängt es los um mit dem Wikipedia-Artikel, das ist dann hier. Do. Tallinn. Tallinn, Tallinn. Palim, Palam. Liam schreibt, Katja findet, wenn es mehr exotisch ist. Tallinn ist nicht exotisch genug. Ist Katja da? Schon auch nicht gesehen. Aber voll vielmals Schülerin, die gucken könnt, das ist formidabel. Schon 12 Leute, wenn ihr das gelöscht. Also mehr wie eigentlich erlaubt. Huh? Pst, mir so keinem das überhaupt. Also, Tallinn, ich hoffe, schon richtig ausgeschwärzt. Das rum just ein Skizze. Huh? Der könnt helfen, das auszubauen. Tallinn ist die Hauptstadt an der größten Seehafen von Estland. Sie liegt um Finnische Golf, einem Teil vom Baltischen Meer, ein 80 Kilometer südlich von Helsinki. Voilà, da ist Tallinn. Land Estland, 417.000 Einwohner. Immerhin. An der Bürgermeister, wir kennen nicht, Michael Kollwart. Inhaltsverzeichnis. Verstoppen, das heißt übrigens to hide, Cachet. Guckenswertes an der Stadt selber, rund um die Stadt, in der UNESCO-Protektion, dichtes Tallinner. Nun, Alexandre fragt dem Liam sein Exposé. Nee. Nee, den machen wir just am Zoom. Kein Exposé vom Liam. Moin, Naschid. Ich schwätze für Zukunft. Was meint dichtes? Ah. Famous in the sense of, ja, they accomplished something special, dichtisch. Um Sparweg, ja, das dann am Internet. Guck es wert ist, also den Artikel ist leider ziemlich klein, Liam. Nikolai Kirsch, Telisch Geist Kirsch, Matthäre Kunstschätz aus dem späten Mittelalter von Bernd Notke an dem Hermann Rode, Dolai Kirsch, Stadthaus, Parlamentsgebäude, Gildehaus, aber vor allem die orthodoxe Alexander Nevsky Kathedrale. Sie gauf tischt 1894 an 1900 gebaut, an der Zeit, wo Estland noch ein Teil vom russischen Zarenreich war, und zieht haut noch immer viel Visiteuren un. Zit un el attir. Attracts lots of people. Moje Sarah. Die Altstadt ist ganz schön. High Achievers, ja. Fame. Ja, und ich meine, Liam, das ist mein Foto von der Kathedrale geschickt, he? Von der Alexander Nevsky Kathedrale. Mich stößt, die ist vielleicht nicht so bekannt, da finde ich leider ein Foto von der Stadt geholt. Mich, der hat da war direkt gefunden, also. Ich meine, nächstes Mal ist ein Foto von der Straße für Menge dir. Und da sind, oh, das ist beim Giro. An der Stadt selber. Die Stadt Tallinn hat den Charakter von einer mittelalterlichen Altstadt behalten. So, she kept la gardée son Charakter. Rund um die Stadt die Festungsmauern. Das ist ein bisschen wie heute zu Lützburg, die Mur de Fortification. Mit viel gut erhaltenen Türmen. Türme ist der Plural von Turm. Stadt Tallinn hat streng Bestimmungen, was die Umwelt an die Evakuation von den Abfällen angeht. Also, concernant l'évacuation des déchets. So, they are very strict about getting rid of trash. Und als die properst, das ist ein Superlativ, die properst Stadt von Europa bekannt. Stimmt das? Also wirklich so proper do. Ja, von der Kathedrale hast du mein Foto geschickt, merci Lea. An der runderen Stadt, um Stadtrand liegt Schloss Katharinenthal. Am Peritastadtteil nordöstlich vom Stadtkern liegt der Yachthafen, der von einem Nullenbusch begrenzt wird. Plastoniert profitiert am Sommer von einem starken Zulauf. Lots of people come there. Ein Aufwieselung aus dem Besuch von der Insel Nysa an der
Tallinner Bucht no beim Festland e Fernsehturm Teleturm mat senger Aussichtsplattform fir Visiteuren erlaubt eng schee Vue op d'Stad, a bei gutem Wetter en Ausblick bis zur finnischer Küst. Küst. Ënner UNESCO-Protektioun d'Alstad vun Tallinn figuréiert 1997 op der UNESCO-Lëscht vun der Welterbschaft. Den Tallinner Hafen. An den Nemi Järvi, en Dirigent aus dem dichten Tallinner. Könnt ihr statt auch gucken. Ich setze den ersten Link hier an den Videochat. Katja, ich bin am Buzzcafé. Muss lauschen ist der Replay. Katja, merci. Pass gut auf den Job. Social Distancing, Hände waschen, Maske und so. Boah, was schreibt der Liam? Am Estland als selbst wie Eis mit vielen Invasionen. Ja, Estland, die Geschichte selber vom Land. Gehen wir mal nach da gucken. Alexandre schreibt doch, pass auf, Katja, du kannst ein Superspreader mit so viel Kaffee-Restaurant gehen. Ja. Denn Liam schreibt, ich lehre einen Spruch an Enjoy Katja. No longer listless. So proper. Wäre eine Herausforderung, Challenge für britische Stage-Partys, Invasionen. Ich verstehe das nicht ganz. Mega. Estland. Estland, offiziell Republik Estland, also Staat am nordöstlichen Europa. Direkt Nordbeschländer sind am Osten Russland. Und am Süden Lettland. Estland liegt um Baltische Meer. Und Pannonien möchte dann auch zum Norden und Westen hin grenzen. Auf dem Festland gehören nach 1500 Inseln zu der Republik Saaremaa und Hiiumaa. Die zwei größten davon sperren den direkten Weg vom Baltischen Meer an die Rigabucht. So viel zur Geografie. Hauptstadt an engem auch Grießstadt am Land als Tallinn, früher Reval genannt. Okay. Tallinn liegt von mir getrennt knapps, kürzest in S 85 Kilometer südlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki, ewäsch. Estland und Finnland sind sich nicht nur geografisch, sondern auch sprachlich und kulturelles viel enges. Viel enges. Viel Gemeinsamkeiten hätte ich gesagt, Bebo. Das ist eine Republik. Präsidentin ist Kersti Kaljulaid. Aha, meine Kerstin. Und der Premierminister ist der Jüri Ratas. Voilà. Estland war kurz Zeit zwischen den zwei Weltkriegen von 1918 bis 1940 unabhängig. Mir gehofft, 1940 gerade wie Lettland und Litauen die zwei anerbaute Städte von der Sowjetunion annektiert. Ah, mit dem super Fendel, Sowjetunion. Und zu einer sozialistischen Sowjetrepublik SSR Estland gemacht. Zander dem August 91 ist Land ein unabhängiger Staat. Weil steht da. 20. August 1991. Und du hast Nationalhymne. Den 2. April 2004 als Estland Mamba an der NATO gehen, an dem kurz drauf den 1. Mai an der Europäischen Union abgeholt gehen. 2010 go wird Mamba von der ÖECD. Politik guckt auch um Sparwerk-Referenzen. Gebäude vom estnischen Parlament. Ja, können da ja schon dann alles am Mann. Das du da vorhin. Lena Meri, wie das dat? War Schriftsteller, Filmregisseur, Politiker. Okay. Voilà. Ich kopiere den Link. Hi, kriegt ihr den auch an den Chat? Na, nur denke, wird nur gucken, da fand ihr den Link. Katja schreibt, ja, ich lache, lol, Demme aus Polen. Hallo, müsst du Party? Superstar.
Was schreibe ich dann hier nach Liam? I mean military invasions because of the size countries invaded a lot. Ja, so wie die letzte Bestand. Okay, schon verstanden. Ich hatte das doch so verstanden. Was das Enges? Ja, ich finde das doch nicht richtig verstanden. Also, ich ging davon aus, die Gemeinsamkeiten. They have. Wie seht ihr das am Englischen? They have Gemeinsamkeiten. Similarities, Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten. Gibt bestimmt ein Supportwort dafür. Common Ground, ja. Ground Control to Major Tom. Point Commun. Common Ground. Ah, oh, das ist ja normal. Und die nur so nur beieinander sind. Lützebüsch hat doch Gemeinsamkeiten mit Deutschland, Belgisch, Frankreich. Mein enges Mod. Ist schon den Ausdruck lo noch nicht so benutzt, aber anscheinend geht es denen. Voll alle Flight, hat es noch einen froh, ihr wart Estland? Liam, hast du die Nationalität oder für was schwätzt du heinst du von Estland? Hast du Familie oder hat eh von erst Familie du? Den JKK hat geschrieben, hier war schon ein Kedo. Was tut dir da gefallen? Was war nicht so gut? Was war positiv? Was war negativ? Roberto schreibt, dass ein schöner Staat mit schönen Mauern. Voilà, das ist ein Argument, ja. Liam schreibt, Katja, willst du nicht mit Eis feiern? Ja, Katja, du musst das all ein Gemotteln auf den Party. Ja, Liam, ja. Die Präsidentin hat hier für Druck geschafft. Wo? Hier zu Lützeburg. Die zwei einer oder die zwei einer? Ja, die zwei, die gehen. Das zwei oder zwei an zwei, als mängisch auch noch bei Sächlischen oder so. Aber verhält mal zwei an zwei, das ist schon mal schon super. Cultural Similarities, ja, yeah. Common Ground. Ich schon das Land gern, schreibt Elia. Estonia war für ihre Langsamkeit an der Sowjetunion bekannt. Es gibt einen Witz. Wie spaziert du? Das ist ein Estonia, der mit dem Auto fährt. Langsamkeit. Sie waren dafür bekannt, schrecklich los zu sein. Slow. Ja. Kiva piano, Vassano, Elontano. Louis, Louis, mein Huss. Nicht sehr. Louis. Viel Spaß, sehr, du. Nicht schlecht. Ah, sie hat an den ob der European Court of Auditors geschafft. Wow. Ganz dichtig. Merci für den Witz, Alexandre. An unserer Plätze steht das nicht einfach. Das ist natürlich nicht ganz leicht für Estonia. Ich entschuldige mich auch schon. Der Vincent Vince ist da. Moje Vincent. Bon, das war es für den ersten Teil. Wir sind also zu Tallinn. An Estland oder am Estland, ich weiß mal nicht, wie ihr das so genau seht, am Letzebäuerschen oder ob Letzebäuersch. Das war also der Punkt 1. Allo könnt dann der Punkt 2. Und heute nach Käf und Ersch geroden, wie mir ein super, super Exposé geschickt hat. Mit Videoclip, mit Text, tutti quanti. Das ein aus dem Videochat. All Respekt. Vielmals merci. Ich weiß nicht, lo. Der muss mir helfen. Ne? Wenn du Problem hast mit dem Ton, da so das. Ich meine den Ton auf dem Maximum. Mit dem Ton als ein bisschen schwach. Das ist eben so. Also für dich, Mensch, da mal alles aus. Liam schreibt, Sie haben auch einen Witz, du, am Ende vom Social Distancing, Sie können noch 5 Meter zurückgehen. Okay. Also, ich melde mal hier alles weg. Und auch,
Ich hoffe, das klappt, das ist nicht so einfach. Ich habe schon lange keinen Clip mehr gewesen, ne? Und bin mal der Verleger, den Tübung. Wie geht das schon mal? Also, der Mensch Orlo, das Bild hier wäsch. Da geht ganz schwarz, nicht fertig. Wenn ich das hier gegen Pfanne. Ja, du hast das Bild. Ich mache den Ton aus. Moin alle Guren, ich bin Michelle und ich wohne zu Sacramento, Kalifornien. Sacramento ist Hauptstadt von Kalifornien. Die Stadt ist an, was wir die Central Valley nennen. Die Central Valley ist ein ganz großer Tal an der Mitte von Kalifornien. Es ist 750 Kilometer lang und 47 Quadratkilometer. Es ist nicht weit Küste, am Winter ist es viel mehr kalt. Und dann sind wir also viel mehr warm wie die Kust. Heute gehe ich erst eine kleine Tour von meinem Garten. Hier in Kalifornien ist es normal für Leute, schöne Gärten zu haben und vielleicht sind sie stolz auf ihre Gärten. Mein Mann und ich haben viel hier gemacht. Wenn wir hier geplant sind, wird der Garten groß, aber nicht ganz schön. Also, wir fangen an. Hier ist ein Butter, just für dich, Alexandra. Der Butter sieht ganz rohig aus. Es sieht aus, wie es ein Stück von einem oralen Butter ist. Hier haben wir einen Berg entworfen und gebaut. Es wäre so schwer, die große Stängel zu reckeln. Aber es klingt so schön aus. Wir haben auch eine große Piscine mit Pflanzen rundherum. Wir haben sie letztes Jahr renoviert. Hier haben wir eine Pergola. Sie wird hier, wie wir das Haus gekauft haben. Ein Weihrief wirst und hier auch ab. Ein paar Leute können sich hier mit uns treffen und auch Social Distancing anhalten. Wir haben auch ein Terrasse. In Kalifornien nehmen wir das ein Deck, weil es aus Holz gebaut ist. Hier haben wir ein kleiner Spannrohr. Es klingt und sieht so schön aus. Hier ist ein Panorama von unserem Garten. Natürlich, hallo, es ist Sommer und alles an unserem Garten, alles an unserem Garten sieht ziemlich tropisch aus. Aber am Winter erfrieren viele Pflanzen und da kommen sie am Frühjahr zurück. Also, es freut mich, euch mein Garten zu weisen. Merci für deinen Besuch an Eddie. Den Ton, hallo. Ja, den Ton ist er im Do. Und dann muss ich das Bild weisen.
la, wo hast Bild? Du hast Bild. So. An Kamera ummachen. Voilà. Wow. Marie-Paul, hast du? Moin, ich bin der Michel, seine Schwester. Merci für den Besuch. Merci für die Hölle. Fantastisch. Also, super. Was soll ich sagen? Impressionant. Vielmals merci. Also, ich bin total jaloux. Ja, also, was schreibt er da schön? Wow, merci Michel, schreibt Eugenia. Shea Bach schreibt Haya. Alexander schreibt: Hey, merci für die Mide Buddha. No longer listless, mit dem Emoji. Den Tone Club schreibt Michel, das freut mich. JKK, also Frau. Terra aus Holz. Alexander schreibt: Du hast okay Gart, mehr ein zoologischer Gart. Oder ein botanischer Gart. Der Ton war gut. Ein ganz flotter Film. Pardon. Liam schreibt auch, Moje Marie-Paul. Merci Michel, schreibt Giselle. No longer listless, Oscar. Also, no longer, Michel. Ich schon den Clip direkt dreimal geguckt. Ich hatte so die Flamme. Sick, super schön, ganz viel erbischt. Und da gucken wir uns den Text an. Mit nicht viel Fehler. Auch die Betonung ist tipptopp. Also, super. Du hast den Handy so gehalten. Diese weh. Du kannst auch diese weh halten. Diese weh, dann das Bild mir breit. Mit war auch gut so, tut schon geklappt. Vielmals merci. An Diana, der könnt auch immer gerne ein Video schicken. Oder Audiodokument, Textdokument, Bilddokument. Mei, das war schon außergewöhnlich. Vielmals merci. Ist bestimmt lang drüber geschafft. Vincent schreibt doch, das ist ganz schön. Ein Bach am Gart ist eine super Idee. Am ganzen, also ein super Gart für zu relaxen, ja, schreibt Haya. Ja, wir sind alle dick begeistert. Kann sich hoffentlich schön Remenke so ein Clip schicken. Das ist verrückt, auch wunderschön wird da. Bestimmt gut warm, du Hanne. Michel schreibt, Marie-Paul hat ein paar Sätze nicht gesehen, dafür mein Fehler sind auch da. Das ist nicht schlimm. No longer listless schreibt, den Andy Bausch muss lo abpassen. Also Videochat kriegt internationale Dimensionen. Super. Maja, also guck mal, ist den Text kurz un. Wie geht das so? An der manchen Kamera wäsch, also ich mein ein bisschen als ein kleinen Buchstaben, ich mein Buchstaben ein bisschen mehr groß, kann man besser lesen. So, moin alle Guren oder moin alle Guten mit T kann ich noch schreiben oder moin alle Guren ohne N, das geht doch. Ich meine moin alle Guren, das geht doch. Ich sind Michel. Ah. Das ist super. Nicht ich sie Michel oder mehr ich sind Michel. An, eigentlich kein Komma machen. An, ich wohne zu Sacramento, auch Kalifornien. Sacramento ist die Hauptstadt von Kalifornien. Stadt ist NT. An, the Central Valley. Ja. Wie seht ihr denn das an, was wir the Central Valley nennen? Ja, so, das ist ein bisschen komisch, das Satz, aber ich verstehe, ne? Stadt als am Central Valley, wie wir das nennen, könnt ihr noch so. The Central Valley als ein ganz großen Dall an der Mitte von Kalifornien. Und das
Dall, e schönen Dall, ja, en ass super. En ass 750 Kilometer lang a 47.000 Quadratkilometer. An huet, ging ich so, an huet. An huet 47.000 Quadratkilometer. Et ass net wéi d'Küst. Am Wander ass et viel méi kahl. Ich ging keh kommen, also jetzt mich weiß selber nicht. Und am Sommer ist es viel mehr warm wie die Küste. Okay. Das ist nicht wie die Küste oder das ist nicht wie Land, doch Küste. Haut ging ich ihr eine kleine Tour von meinem Garten. Na, I give you. Haut weisen ich ihr. Das ging ich besser von. An ihr ging ich mit einem kleinen I schreiben, wenn man sie aber zu. Pur tausend. Haut weisen sie ihre kleinen Tour mit männlich N, also ja, ein N bleibt schon, von meinem Garten aktiv. Super. Hier in Kalifornien ist es normal für die Leute, schöne Gärten zu haben. Aber viele Leute sind stolz auf ihre Gärten. Singulär. Ja. Proud. Ja. Moin, Setif Abdallah. Mein Mann hat nicht so viel hei gemacht. Ja, oder gemacht. Oder gemacht. Oder sogar gemäht. Wie wir hei geplündert sind. Oder hei hinna. Kannst du auch so. Wie wir hei hinna geplündert sind. Schön mit Inversion. Sinn, das ist eine Bewegung. War der Gart groß. Mehr nicht ganz schön. Hei ist ein Buddha für dich, Alexandre. Die ganz ruhig ausgesagt. Gesagt, der Buddha ist männlich. Gesagt aus, wie ein Stück von einem uralten Buddha. Ja, he looks like a part of a very old, ja. Il a l'air d'un très vieux morceau, il a l'air d'un morceau d'un très vieux Buddha. Hier haben wir einen Bach Entwurf gebaut. Ah, designed. Wir haben Entwurf, ja. Es war so schwer, Komma, vier oder vier als fakultativ, die großen Steine zu rickeln. Rickeln ist bouger, to move the big stones. Me, es ist nicht ein schöner Klang. Ah, okay. Ich will verstehen. That's the sentence I didn't really understand. Also nicht ein schöner Klang. Isn't it a nice sound? Das, was du willst so, ne? Est-ce que c'est pas un joli son? Ja, das wäre Heaven. I'm in Heaven. Wir haben ein großes Piscine mit Pflanzen rundherum. Wir haben die letzte Jahre renoviert. Hier haben wir eine kleine Pergola. Ist das männlich? Und du schreibst einfach sie. Oder ist ein kleines Pergola. Ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Ein kleines Pergola. Sie war hier, wie wir das Haus gekauft haben. Ja, also sie war schon da. Ein Weihrief. Wiest. Wiest und hier Rob. Ja, vor. Wie nennen die das? Trauben, pour die Raisin. Grapevines. Ein paar Leute können sich Heimat uns. Oh, du bist nach der Stadt der uns oder Eis, das ist egal. Und das Interferenz im Englischen. Und auch Social Distancing anhalten. Oh, anhalten, super. Respect the Social Distancing. Keep. Garde le Social Distancing. Wir haben noch ein Terrasse. In Kalifornien nennen wir das a deck. Weil es aus Holz gebaut ist. Oder Terrasse ist weiblich, weil sie aus Holz gebaut ist. Hier haben wir eine kleine Sprungbue. Es klingt, er sagt, so schön aus. Es klingt, ja, das kriegt, es klingt. The other word is klang. Klang ist small und es klingt, it sounds. Er sagt, so schön aus. Ja, das stimmt. Natürlich, los ist Sommer, an alles an unserem Garten sieht ziemlich tropisch aus, aber am Winter
a friere viel Pflanzen an da kommen se am Frühjahr ich meine, ich so geschrieben, zurück. Also, es freut mich, ihr mein Garten zu weisen. Merci für deinen Besuch oder merci für euren Besuch, für Monsieur aber zu pur, an Eddie. Wow. Heaven. Was soll ich da viel sagen? Super. Michael schreibt, ich meine, dass ich ein bisschen improvisiert habe. Das ist ein bisschen ähnlich, das wie am Text. Ah, schon lol, so genau abgepasst, aber schon, also für mich war das selbe Text. Schon lol, kein Unterschied, da nicht gut. Maja, was soll ich dazu sagen? Michael lädt Lad ganz heich. Ja, je sais pas si on dit, comment on dit ça en français ou en anglais. If you put the line very high, so for the others to reach that, pour atteindre ce que Michel a fait, das geht nicht einfach. Ja. Sie ist extra dahinter geplündert. Sie hat extra eng Piscine gebaut für alles das heute nur in einem Videochat zu weisen. Nicht sicher los. Merci Marie-Paul, schreibt Michel, ja. She set the bar, she set a high bar. Okay, das ist so. Also, all Respekt, vielmals merci. Was soll ich so sagen? Ich frohe mal. Müsste vielleicht nach ein Kehr so ein flotte Clip für Eis? Es pressiert nicht, hein? Take your time. Ein bisschen rundherum Kalifornien, Shopping Mile, wie sieht es da aus? Pass auf den Copyright ab. He? An hier war auch null Copyright, weil könnt ihr auf YouTube, an YouTubers weltweit dafür. Bestimmt, schreibt Michel. Merci. Einfach auch gut, dass die keine Musik dabei gemacht hast. He? Keine Musik. Weil sonst könnt YouTuber sehen, ah, das geht nicht. Ich bin gespannt. Also, ich hoffe, dass alles so richtig auf YouTube gesagt wird, live, und dass kein Problem aus meinem Ton. Aber genau so wünsche ich mir das hier gestaltet. Und auch nach Zeit, 4 bis 5 Minuten, ist es perfekt. Es freut mich, ihr mein Garten gewissen zu haben. Als das am Passe nicht besser. Ja, also es freut mich, ihr mein Garten zu weisen, ja. Effektiv kinderlos und es freut mich, ihr mein Garten gewissen zu holen. Oder es freut mich, ihr mein Garten dürften zu weisen. That I was allowed to show you. Ja, schon hunderte Klippe gerührt, aber wir haben den Du-Klippe rausgesicht. Es tritt mich, ihr mein Garten dürften zu weisen. Ja, ich meine das richtig. Oder einfach vielmals merci für eure Besuche. No longer listless, Copyright ob der Musik. Nee, um Buddha. Ich hoffe nicht. Aber mit Musik, nee, Michel, mit Musik, das ist so schlimm, weil da müssen sich immens viel mehr. Und der spielt es vielleicht selber und da sieht YouTube, ey, Copyright Claim geht nicht. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und dafür, let it be, keine Musik. Bis lo, um Schluss weiß ich immer das Lied vom Tigran singen kann. Von singen Mädchen. Und mir das ist so total unbekannt. Vielleicht wird bis lo nach Kendo Apps gesucht, nach nicht. Voilà, dann gehen wir zurück an unser Hauptmenü. Also, dann haben wir einen Wikipedia-Artikel gemacht, wir haben ein Exposé gemacht. Allo müsst eigentlich Aktualität kommen. Mehr ist schon nach einer Überraschung für euch. Ah, ja. Etwas ganz Spezielles. Finally. Endlich. Michel, ja, ich weiß, ohne Musik, ja. Leider, leider, weil das für mich flott mit Musik, ja.
Oder du hörst eine Musik von YouTube, ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber hallo, noch etwas ganz Spezielles, ob das ich lange gewartet habe. Ich gehe jetzt in der 20 Jahre Kur. Ich hatte immer eine Vermutung, ein Soupçon. Aber ich konnte das nicht beweisen. Gestern hatte Alexander Probleme mit einem Nervensatz. Liam hat ja auch ein so Probleme mit dem Nervensatz, mit der Syntax an den Nervensatz. Und das ist nicht so einfach. Und ja, ich kann ja auch dann nicht mehr so direkt eine Antwort geben. Das mich mich am Anfang mehr nicht rosen, mich sind mehr enttäuscht, dass ich nicht einfach kann am Internet halt, was ein Online-Grammar so und so funktioniert hat. Das heißt, ich muss selber sicher. Am Wikipedia und ich auch nicht fand. Ich habe doch schon ein Gesicht. Und schon haut nach ein Gesicht über Google oder mit Google mit den verschiedenen Schlüsselwörtern. Und du habe ich ein mega Dokument fand. Ein mega Dokument. Und ich weiß nicht, dass lo. I show this document now to you. And I hope it will be clear forever and ever. Und ich hoffe nicht, dass das klar für immer. Weil das super gut und einfach erklärt. Ja. Sarah schreibt an der Theorie, sie Musiker nicht erlaubt. Ich weiß auch, also das nicht, das ist kompliziert. It's really complicated. Hut, oder Ding. Ege Musikreaktion, ja. Musik ist tot, wir haben sie selber gespielt, dafür sollte kein Problem sein. Ja, aber ob der Melodie kein Fleisch und Copyright sind. Aber bis lo hast du noch kein Copyright drauf. Ich weiß nicht, da denke ich dran. Also, das geht ja automatisch. YouTube macht das automatisch. Das sind Algorithmen, die funktionieren automatisch. Und da musst du so, nee, das war Fair Use. Und da sind sie, ah, okay. Und das ist immer kompliziert. So, also, Menge Überraschung für erst. Nur 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre, Hunnischei, die Lesung von. Ich hoffe, ihr könnt den Moment mit mir genießen. I really hope you can enjoy this moment with me. Finally, I have the solution. The explanation. Und zwar an einem Dokument vom Educationsminister. Das Dokument heißt Kant als ein Sprachen. Kant als ein Sprachen. A Sprachen erklären. Kant als ein Spruch, als ein Sprachen. Es geht um Kanner an der Lützebäuer Schule. Kanner. Children in our school system. Und das ein Dokument, ein PDF-Dokument, ich gebe euch auch den Link, von 2018. Für was nicht, der tritt mich irgendwie, mein Gott, dürfen zu weisen. Ich gehe gucken, der Liam ist noch immer, du hast noch immer der Besanschluss. Aber du kann ich sehr nur gucken, du hast kein Problem. Dürfen, also dürften oder dürfen. Das auch nicht immer 100% mit den Verben. Heißt dürfte. Hun dürfen zu weisen. Dürften aus dem Imperfekt. Ja. Dürften. Hat Chance. erst mal gut. Hun dürfen zu weisen, das geht natürlich auch. Können sogar Menschen so Hun dürfen zu weisen. Wir kommen mal zurück bei meinem Dokument. Super wichtig. Super wichtig. Heißt es. Nee, das ist nicht. Wo ist es dann? Da. Da ist es. Ich meine, Kamera aus. Da können wir das genießen. Da ist die Lesung von all ihren Frauen und all ihren Problemen. So, enjoy the reading. Savourez la lecture, c'est la solution de tous vos problèmes, de toutes vos questions concernant la syntaxe dans les phrases subordonnées introduites par Val, Val.
Ja, de Liam, lo si da bei derfen an dürfen, ne? Wann schläft schon lo eng einfach fir Erlesung no 20 Joer. 20 Joer an sein immer do steht Lesung, ne? Konzentrier dich wann schläft lo ob den Artikel do. Lies den an dann erklären ich dir, wenn der net versteht, schreibt mal er froh. Dürfen also lohnt nicht mehr so wichtig. Ja. Schon erst schon Tabelle gewesen. Bleiben wir los, schön brav bei der Syntax am Nervensatz, den mit Well aufhängt. Okay? Leifreden von der Sonne. Also, da lesen Sie erst das. Schon relativ frei. Dachs am Alter von 3 Jahren. Gebraucht erkannt, dass Lützebäuerisch als Erstsprache hat, die erste Nervensätze. So, quite early, a child in the tender age of 3 years already starts using first subsidiary clauses, die Phrase subordonnée. A child that has Luxembourgish as its first language, comme sa langue première. Ja? Mit 3 Jahren, 3 years old child. Nervensätze beziehe ich es meistens auf Kausalrelationen an auf Relativsätze. You know that there are different kind of subsidiary, wo wir nennen den das, Phrase subordonnée. Aber hier geht es hauptsächlich um Kausalrelationen an Relativsätze. Am Anfang steht Verb wie an den Hauptsatz auf der zweiten Platz. So when the child learns to use these sentences, it puts automatically the verb on position number two. Donc l'enfant met tout de suite le verbe à la deuxième position. Au début. Donc l'enfant, il dit, Es stinde de Pullover un, weil et as kal. Si, den as is not at the end, weil et as kal. Du hältst die Löffel, die leid um dich. And then something happens in the brain. Quelque chose arrive dans son cerveau. Qu'est-ce qui se passe? No, erkennt Kant, dat Verb am engem Nervensatz anischt wie am Hauptsatz, ob der letzter Platz steht. So step by step, slowly, after some times, the child realizes that the verb in a Nervensatz is not like in the main sentence, but is on the last position. Dans une phrase subordonnée, le verbe se trouve en dernière position. Mais ça, l'enfant y réalise seulement petit à petit. No à no. Hat, they say hat for child, hat erfasst Verb-Endstellungsregel an innergeordneten Nervensätzen. So the child understands the rule to put the verb at the end in Nervensätzen. In subsidiary clauses, or how do you say that in English? Donc, petit à petit, l'enfant comprend la règle de mettre le verbe à la fin dans les phrases subordonnées. Et alors, l'enfant, il dit, Ich stehe in die Pullover unwallet kal as. Du hältst die Löffel den um dich leid. That's the secret. C'est le secret. Voilà. 20 Jahre. 20 Jahre. No longer listless. Ich funktioniere noch nicht so gut wie Kant, der 3 Jahre hat. Ja. Tigran, sie so nicht, ob es richtig ist oder nicht. Haha, wir sind alle gut Kanner, schreibt dann Alexandre. Exactly. Mein Gehirn als Stur bliebe bei Goldorak. Albator, Kapitän Flamm.
Ich sind nach am Kap an de 70er Jahren. I'm a child. Ich sind ein Kind. Ich bin 3 Jahre. So, it never changed in my head. Weil ich nicht an Deutschland studiere gegangen bin und ich da doch nie mit dem Deutschen vermischt, ist das alles intakt geblieben. Und dafür, als wenn ich Lützburg schwätze, das heißt das Verb Umschluss oder auch nicht, mir ist das egal. Ist das nicht wunderschön? Also wirklich, ich bin so dankbar, so froh, dass ich erst das lo endlich kann weisen. Was soll da los oder nicht mehr? No, als nicht Step by Step. Okay, Sarah. Wie gingst du dann übersetzen? Petit à petit. Slowly, ja. Alexander, 20 Uhr für zu verstehen, da die musste Plover und den von den Kalas. Ja, Alexandre, du hast auch keine Lesung gefunden. Du hast immer gefroht. Für was? Oh, 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 für was? Lo weißt du, für was? Weil ein Kant unterscheidet nicht zwischen Hauptsatz und Nebensatz. Das könnte recht. No an no. Wie hat du dir gesagt? Slowly. Hä? Petit à petit. Seh den so, Sarah. Und du verstehst. Ich bin so happy. Ich kann endlich so, mal hey, guck. Ich hatte den Verdacht. Wie gesagt, ich hatte den Verdacht. Aber wenn ich das selber gesagt hätte, dann hätten sie gesagt, der Lulling ist total Müll. He's completely stupid. Aber das du, also ich unterschreibe das. Ich fand das du super. Ehrlich. Vielen Dank. Und dann erklären sie auch noch, wie das mit dem Akkusativ und mit dem Dativ mit dem Eingang erklären. Ganz interessant Dokument. Super. Vielen Dank. Ja. Wir sind Alkana, schreibt Sarah. Ja, Michel. Letzte Woche war mein erster Spruch. Mir ist 3 Jahre alt. Wie ist 3 Jahre alt? Okay. Und du nun nicht Englisch gelehrt, wie wir in Amerika geplündert sind. Lo muss ich im Schwätzen lehren. Oh, also Michel, du schwätzt perfekt. Also von all meinen Schülern so schwätzen, das ist kein Problem. Ja, papa, tipptopp, Jérôme. Merci, Liam. Ah, das freut mich, Liam. Ehrlich. Also, lo humat lesen. Wir sind Alkana. No longer listless, Alexandra, Jérôme, I am reassured. Et das so wahr, Sarah, ja. Slowly but surely. Wir sind Alkana. Wir sind all Alkana, ja. Merci, Michel. Merci, dir. 20 Jahre. Und okay, das ist schon immer, ich weiß es nicht. Wir können es so. Und das so, wir haben Deutsch und das ist einfach so. Nein. So, und ich finde das dann auch, was ich das so super fand. Und statt direkt auf meinem Internetseite grammar.lo gemacht, an die Rubrik, nie versetzt mit Well, Rubrik Syntax. Gesehen da, du nicht, also wenn du den Exist von vier guckst, erfüllt den Nebensatz, wenn ich klingt richtig aus. Hier ist ein Apfel, hier ist hungrig, hier ist ein Apfel, weil hier ein hungrig ist. Aber du kennst ihn eigentlich auch schon so, hier ist ein Apfel, weil hier ist hungrig. Und alle sind Leute, mich gut, ja, für was, bla. Und dann habe ich eben aufgepasst auf den Syntax, und da habe ich das rauskopiert mit dem Zitat, kann das in Spruch. Und hier ist auch der Link, kann das in Sprache PDF. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, das ist mir selber aufgefallen. Am Lützburg nur mehr kein denn. Wir kein denn am Lützburg. Am Deutschen geht es das. Ich kann nicht zu dir kommen, denn ich habe keine Zeit. Ich kann nicht zu dir kommen, weil ich keine Zeit habe. Das ist auch interessant. Du siehst sie kann aber leben, denn ich habe keine Zeit. Weil ich keine Zeit habe, du siehst sie dann nicht mehr, wie kann er. Aber wir haben am letzten Beispiel kein Denn, wir haben immer nehmen die Welle. Weil ich auch keine Zeit oder weil ich keine Zeit habe. Vielleicht spielt das doch eine Rolle, ich weiß es nicht. Voilà, ich gehe erst den Link.
mega happy. Wir sind alle Peter Pan. Voilà. Ich verstehe, sorry. C'est comme si nous sommes des vieux enfants. Richtig. Nee, das ist kein Witz, Tigran. Wir sind alle Kanner. Das war wahr. Das ist ja normal. Verschiedene Strukturen bleiben hängen am Kopf, was als Kant lehrst. Oh, ich bin so froh. Ich hoffe, die Frau ist geklärt. Ich kann die immer rausbringen. Halt, guck. Leider steht da nicht, wen den Text gemacht hat. Das ist so eine Arbeitsgruppe. Ja? Mehr steht zwar Hannen dran, ich gebe es raus, es geht ertrunken. Hier Referenzen stehen Hannen dran, mit was für Bücher sie geschafft haben. Aber, komm mal, so gesagt das aus. Wen lo den Autor, also ich schon lo nicht ganz gelesen, ich hatte just die Passage über Google gefunden. Sprachliche Bildung am ersten Zyklus, Teil 2, Kant als ein Sprachen. Aber wenn er da Ctrl F drückt, voilà, also nein, geht das halt nicht. Ctrl F. Ja, dann hat er hier, und dann wird er da just, was war das? Wenn es Karl aus, und dann kommt er direkt da auf die Position Seite 46. Fantastisch. Du hast ein bisschen lang gebraucht, ich bin aber so happy darüber. Gehen wir just noch kurz ein bisschen die Aktualität gucken, Punkt 3. Ja, da ist ein großer Skandal. Kein Zutritt für Lützebäuer Hotel in Baden-Württemberg bezieht Stellung nach massiver Kritik. Stellung beziehen, das reagiert. Also mehr dürfen wir nicht mehr an den Hotel und auf Facebook sind ganz viele Leute, die sie rosen. Auch wenn mehr Lützebäuer einen Negativtest mitbringen, ja, sie haben eben Lützebäuer eben, wenn es klingt, bleibt da draußen. Und ja, das war ein kleiner Skandal mit vielen Reaktionen auf Facebook. Ja, das ist eben zu Berlin etwas geschieht. Die neue Regeln, da sind gestorbene Politiker. Über 3000 Leute feiern illegal Corona-Party zu Berlin. Police wird Party zuerst müssen ablesen. Gucken wir nach der Live-Ticker. Wie ist die Situation Loa Haut? Ist schon noch nicht geguckt. Wie viel steht da nicht? Neufälle, also immer noch viel zu viel. Still way too many. Und den nächsten Artikel da über den Hotel können vielleicht just kurz den Anfang lesen. Kein Zutritt für Lützebäuer Fragezeichen. Ja. Was schreibt er? Aus Ettelbrick Pratt für Eis, schreibt Lia. Lia. Müsst du Witzer? Das ist schon der endliche Erklärung gehen. Das ist ein Eureka, wie der Karel Archimedes aus seiner Zeit fand. Ja, Eureka. War schon nicht fand, schon nicht just gelesen. Das ist schuld, dass der Minister die Sachen an so Broschüren dann können dann nicht an die Wikipedia setzen. Da finden die nicht doch mehr einfach. Wikipedia oder YouTube, das ist nicht schlecht. Liam, ich höre in der Community auf RTL Radio. Okay. No longer listless. Wolf, schön Video. Aunt Olivia ist am Alter von 104 Jahren gestorben, ja. Ja, ein Filmschauspielerin, hat ich gelesen. Ja, das ist ein Witz, weil wir geckisch gehen. Oder weil wir geckisch. Have you seen my childhood? Nachdem es ein Rümer drin gemacht hat, den Elzal Hotel gegen Lützebäuer trotz negativen Tests nicht raus, wird Kritik auf Facebook raus. Ja, Facebook. Nachdem es der Post über 1250 Mal gedeelt gekauft, das ist für Lützebäuer Rekord. Ja? 1250 Mal. Und die Reaktionen, die jetzt immens negativ waren, hat den Elzal Hotel reagiert.
Und sie schreiben, es wäre aktuell an einer außergewöhnlichen Situation durch die Corona-Krise. Es wäre mit Restriktionen und ständig anderen Informationen von den zuständigen Autoritäten konfrontiert. Nachdem es den RKI, der Robert-Koch-Institut Lützeburg, als Risiko angestuft hat, an den Außenminister eine Warnung für und nicht notwendige, besonders aber touristische Reisen auf Lützeburg gewarnt hat, hat er sich am Hotel drauf geeinigt, donc il se sont mis d'accord dans l'hôtel, aus Sicherheitsgründen, pour des raisons de sécurité, safety reasons, das Mesure zu holen, a kein Lützeburger mehr abzuholen. Ja, so sehr kann es gehen. Von den Vorwürfen, dass das rassistisch angegriffen hat, will er sich ausdrücklich distanzieren. Es ging in Arimol eindeutig unterstreichen, dass all Gäste, egal wie eine Nationalität, willkommen wäre. Donc ce sont pas, c'est pas pour des raisons racistes, mais purement sanitaires. Die Responsable wären da noch darüber aufgeklärt, dass es aber weiterhin erlaubt wird, auch Lützeburg am Hotel zu akzeptieren. Das dann aber, wenn in einen negativen Test kann vorweisen. So you have to show that you have a negative test. Das will die sich am Laufe der nächsten Woche noch von offizieller Seite konfirmieren lassen. Donc il faut encore se laisser confirmer ça. Ja. Liebe Luxemburger. Lobe ich endlich weiß. Für was an den Nierbesetz das Verb nicht immer Hanne steht, am Lützebäuschen. Lo darf ich näher ins Mexiko. Alles, was mir bleibt, aus dem Videochat. Please. Stay with me. Boah, oh, das ist schon 10 Uhr gezeigt. Ich fange nur total geckig zu gehen. Sie mir Litien, ja, mir sie Litien. Gone with the wind, ja. Jetzt selbst zu Berlin auch. Okay. Bon, also ich so nicht vielmals merci für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt heute all besser schlafen, weil ihr endlich wisst, für was am Lützebäuerchen an den Nerven setzt, die mit Well aufhängen, das Verb nicht immer am Schluss steht. Voilà, das war das Jorum Luling Video-Chat. Moi aus Meinden, ich hoffe dann auch, da zu sehen, von 9 bis 10. Vergiss nicht, exercice.lu, grammaire.lu. Ich mache mein Best, löser los. Und ja, die Foto war von ansplash.com. Und voilà, liebe Freunde, vielmals merci für die Aufmerksamkeit. Pass da bei Job. Und bis hoffentlich mal. Eddie. Stay home, weil stay home macht letzte Boy Schmerz.